Hallo zusammen, ich heiße Deuti und ich studiere Germanistik an der Universität von Straßburg seit 3 Jahren. Heute werde ich Ihnen Pedro kommt an, ein neues Leben in Wolfsburg von Christian Baumgarten und Volker Börbein präsentieren. Der Titel des Buchs gibt uns bereits einen Hinweis auf den Verlauf der Geschichte. Das Buch erzählt eine Liebesgeschichte im Hintergrund zwischen einem jungen Spanischen, der Pedro heißt, und einer Deutsche, die Sarah heißt. Beiden haben sie sich in einem Café in Madrid getroffen haben. Pedro verließ seine Heimatstadt so Madrid und seine Familie, um nach Wolfsburg zu umziehen und im Volkswagenwerk zu arbeiten. Als Pedro nach Wolfsburg kommt, hatte er Heimweh und fühlte er sich nicht an seinem Platz. Aber mit Zeit und Geduld wird er sich ganz besser an sein neues Leben gewöhnen. Ohne Sarah und ohne Paul, einer seiner Kollegen, hätte Pedro nicht geschafft, seine Traurigkeit zu überwinden. Die Geschichte ist auf eine Weise bewegend und ergreifend, weil Sarah Pedro in die Stadt geführt hatte, in der Pedros Großvater in einem Volkswagenwerk in Kassel gearbeitet hat und auch in der er seine Großmutter kennengelernt hat. Ich empfehle allen, die Deutsch lernen, 100% dieses Buch, weil die schwierigen Wörter erklärt werden und das Verständnis des Buchs sehr einfach ist. Karten, Bilder und Briefe sind für das Verständnis der Geschichte sehr wichtig.